الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحديث صفيت محمد صلى الله عليه وسلم عندما شباف عبد الله بن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجالك. Sind gemäß, bewahre Allah, das ist ein Teil vom Hadith, dann wird Allah dich bewahren. Bewahre Allah, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala immer für dich da sein. Er wird vor dir sein, egal wo du ihn brauchst. Subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, wer Allahs Grenzen bewahrt und nicht überschreitet, wer die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala beachtet und bewahrt, ja, und wer Allah gehorcht und sich Allah nicht widersetzt, der wird eine spezielle Unterstützung und Hilfe von Allah bekommen, subhanahu wa ta'ala. In allen seinen Angelegenheiten wird Allah mit ihm zusammen sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Angelegenheiten erledigen, ohne dass er bittet, darum bittet. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn mit seinem Schutz umfassen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn beschützen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm Erfolg geben. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn immer in seinen Entscheidungen unterstützen und helfen, damit er das Richtige tut in seinem Leben. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit denjenigen, die sich hüten vor Allahs Strafe, subhanahu wa ta'ala. Taqwallah bedeutet, sich hüten vor dem, was Allah erzürnt. Sich hüten vor Sünden, welche der Grund sind dafür, dass man Yawm al-Qiyamah bestraft wird. Also Taqwallah bedeutet, sich hüten vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist mit denjenigen, die ihn fürchten. Allah ist mit denjenigen, diejenigen, die Gutes tun und Wohltaten verrichten. Subhanallah. Qatadah rahimahullah sagt: Man yattaqillahu yakun ma'ah. Wer Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, wer sich hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihm sein. Allah wird für ihn sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihm. Also wenn Allah mit dir ist, dann sei dir sicher, dass mit dir jemand, der unbesiegbar ist, Allah jalla wa ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit dir ist, er ist der Wächter, der niemals schläft, subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah dich bewahrt, subhanahu wa ta'ala, dann kann dir keiner was antun. Und wenn sich die gesamte Welt, Menschen und Jinn sich versammeln. Und wenn Allah dich recht geleitet hat, subhanahu wa ta'ala, dann wird niemand dich in die Irre führen, ibn Allah jalla wa ala. Einer der Salaf al-Salih hat an seinen Bruder geschrieben, einen Brief geschrieben: وَإِنْ كَانَ اللَّهُ مَعَكْ فَمَنْ تَخَافُ. Wenn Allah mit dir ist, vor wem solltest du Angst haben? Vor wem darfst du überhaupt Angst haben? Und wenn Allah gegen dich ist, vor wem willst du dann vertrauen und hoffen? Wer soll dir noch helfen gegen Allah subhanahu wa ta'ala? Denn niemand, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir schaden will, niemand kann dir helfen, alhamdulillah. Und dies ist eine spezielle Unterstützung von Allah subhanahu wa ta'ala für diejenigen, die Allahs Grenzen bewahren, die die Gebote von Allah, Gebote und Verbote beachten, die Gebote verrichten und die Verbote vermeiden, alhamdulillah. Deswegen müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, jalla wa ala, und fürchten vor dem, was ihm erzürnt, jalla wa ala, wie Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa und Harun gesagt hat: Qala la takhafa. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الله سبحانه وتعالى بروح موسى وهارون عليه السلام. قال لا تخاف. الله زاد جل وعلا. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Ich bin mit euch. Was für eine Aussage. Was für eine Beruhigung, wenn Allah zu dir sagt: Ich bin mit dir. Sei du mit Allah. Dann wird Allah mit dir سبحانه وتعالى sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: La takhaf, habt keine Angst jetzt, denn ich bin mit euch, ich höre und sehe, und Allah jalla wa ala ist der Allhörende und Allsehende, subhanahu wa ta'ala, der alles hört und sieht, jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Musa alayhi salam: Musa alayhi salam sagt: Kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. كلا إن معي رب سيهدين. موسى عليه السلام نخدم الله كنجلان سبحانه وتعالى und weiß, wer Allah subhanahu wa ta'ala, und weiß, was für eine Macht Allah besitzt, jalla wa ala. Er hat eine Gewissheit bekommen, die Banu Israel damals nicht hatten. Er sagte: كلا, niemals, mit mir ist Rabbi, mein Herr. Er wird mich richten. Er wird mir einen Ausweg verschaffen, subhanahu wa ta'ala.
Und dies war der Fall damals mit Musa a.s. und Pharao. Allah subhanahu wa ta'ala beruhigt wem? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mit Abu Bakr radiyallahu anhu fil ghar, in der Höhle. Ja, damit wir sicher klarstellen hier, es gab weder einen Vogel, eine Taube, noch eine Spinne, die Version ist daif. Allah braucht sowas nicht, subhanahu wa ta'ala, jemanden zu erblenden. La ilaha illallah, Allah braucht sagen, kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala war mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war mit Abu Bakr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu Abu Bakr, Abu Bakr machte sich Sorgen, dass sie gesehen wird. Abu Bakr hatte Angst um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam beruhigt Abu Bakr und sagt, ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. Abu der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, was denkst du ja, Abu Bakr? Mit zwei, deren Beschützer, deren Dritter ist Allah, dass deren Bewahrer Beschützer ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, la tahzan, sei nicht traurig, wahrlich, Allah ist mit uns. Wahrlich, Allah ist mit uns. Liebe Geschwister, die Frage ist, ist Allah heute mit uns? Haben wir diese Hilfe Allahs verdient? Haben wir diese Ma'iyya, diese Unterstützung Allahs verdient? Ist Allah heute mit uns? Oder die Lage der Ummah deutet auf was ganz anderes in der Erde? Denn wir überschreiten die Grenzen Allahs oft. Wir beachten die Gebote Allahs nicht. Wir verachten die Gebote Allahs und die Verbote. Wir begehen Verbotenes und verrichten wenig Gutes. Ist Allah mit uns? Jeder muss sich selbst fragen, haben wir die Voraussetzungen erfüllt, damit Allah uns beschützt, damit Allah uns bewahrt, subhanahu wa ta'ala? Fragezeichen. Jeder von uns muss sich fragen, haben wir Angst vor Allah? Fürchten wir Allah? Jeder muss mit sich selbst rechnen, liebe Geschwister, bevor es durchgeht. Subhanallah. Ashhadu an la ilaha illallah.